Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zum ökumenischen Festgottesdienst auf dem Franzrasen, unserem Festplatz. Wo auch heute keine Polonaise und kein Triolett, kein Walzer getanzt wird. Wo auch kein Festzelt steht, keine Festkapelle spielt und auch kein Erntefestbier ausgeschenkt wird. Also zumindest nicht hier. Es fehlen auch die Schausteller mit ihren Fahrgeschäften und Buden. Und in der Luft liegt auch kein Duft von gebrannten Mandeln und Bratwurst. Auf vieles müssen wir auch in diesem Jahr verzichten. Liebgewonnene Erntefesttraditionen warten weiter darauf, mit Leben gefüllt zu werden. Wir sind dennoch hier auf dem Festplatz, weil Gott da ist. Dafür wollen wir danken und ihn um Kraft und Zuversicht und um seinen Segen bitten. Vorab sei allen gedankt, die diesen Gottesdienst vorbereitet haben und mitgestalten werden. Das sind die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Frau Corinna Beutner und Maximilian Göllner, die Bläserinnen und Bläser mit Elena Göllner, die Firma Hessensound, die alles verstärkt, und ein starkes Team der Kirchengemeinden St. Bonifatius, St. Marien und St. Crucis mit ihren Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern und meinen Kollegen Pfarrer Schanze und Pfarrer Wenner. So sind wir hier auf dem Festplatz und feiern im Namen Gottes des Vaters, der bei uns ist, im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der uns für die Liebe Gottes immer wieder aufmerksam gemacht hat. Im Namen Gottes des Heiligen Geistes, der uns hilft, zuversichtlich zu leben. Lasst uns miteinander singen. Das geht. Und das wird wunderbar klingen. Wir pflügen und wir streuen, so wie es abgedruckt ist. Lasst uns Gott weiter loben und preisen, und ich lese uns dazu Worte nach Psalm 104. Mein Gott, du umspannst die ganze Welt. Die Winde der Luft sind deine Boten. Wasser lässt du in den Tälern hervorquellen, und alles, was lebt, löscht damit seinen Durst.
Deinen Regen schickst du auf die Berge herab und machst die Erde fruchtbar. Du lässt Gras wachsen für die Tiere und Saat, die den Menschen nützt. Brot bringst du aus der Erde hervor und Wein, der des Menschen Herz erfreut. Wie unübersehbar reich ist deine Schöpfung, Gott. Ich will dich loben mein Leben lang. Kommt, lasst uns anbeten. Uns beten. Wir haben viele Gründe, dir zu danken, du treuer Gott, für die Schönheit der Erde, für die Weite des Meeres, für Berge und Hügel, Flüsse und Bäche, für die Vielfalt deiner Geschöpfe, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer. Wir danken dir für die Sonne und den Regen, für das Wachsen der Pflanzen, für die Blumen auf dem Feld und den Schatten der Bäume. Du schenkst uns deine Schöpfung und füllst unsere Hände mit Gaben, damit wir uns freuen und mit unserem Nächsten teilen. Wir danken dir für die Menschen, die du uns an die Seite stellst, für jede Begegnung, die uns innerlich bewegt, für Worte, die Seele erreichen und uns zu Herzen gehen. Wir danken dir für die Zeiten, in denen wir zur Ruhe kommen und in denen du uns andere Gedanken schenkst, die über den Alltag hinausweisen. Wir danken dir, dass du deine schützende Hand über uns gehalten hast in den vergangenen Tagen und Wochen. Und wir bitten dich, dass du uns auch weiterhin beschützt an Leib und Seele. Amen. Wir wollen jetzt singen die Strophen des begonnenen Liedes 3 und 4. Thank you.
Lesung aus dem Evangelium nach Markus im 5. Kapitel. Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nicht zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon 3 Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Weg verschmachten, denn einige sind von ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Woher nehmen wir Brot hier in der Einöde, dass wir sie sättigen? Und er fragte sie: Wie viel Brote habt ihr? Und sie sprachen: 7. Und er gab dem Volk, und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab seinen Jüngern, dass sie sie austeilten. Und sie teilten sie unter das Volk aus. Sie hatten auch einige Fische, und er sprach den Segen darüber und ließ auch diese austeilen. Und sie aßen und wurden satt. Und sie sammelten die übrigen Brocken auf 7 Körbe voll. Es waren aber etwa 4000, und er ließ sie gehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Ja, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht wie mir. Ich habe Entzugserscheinungen. Keine Angst, ich bin kein Alkoholiker, ich nehme auch keine Drogen. Aber Entzugserscheinungen, was das Fest angeht, das zweite Jahr, dass wir hier, genauso wie auch in Witzenhausen, das Erntefest nicht feiern können. Aber es soll uns vielleicht ein wenig daran mal erinnern, wie was wichtiger ist in unserem Leben. Mich hat es nachdenklich gemacht und das werde ich auch versuchen, mit Ihnen jetzt ein wenig anzusehen. Ich freue mich auf der einen Seite, dass so viele da sind, Honorationen, weniger Honorationen und mich, sondern dass Leute da sind, wo wir einfach hier als Gemeinschaft mal wieder uns erfahren, was die Zeit, ich habe es erlebt, wenn ich in Altenheime nicht hinein durfte, Intensivstation nicht die letzte Zeit, es war schlimm gewesen. Und ich hoffe, dass es bald vorbei ist, dass wir wieder, ja, im nächsten Jahr, aber ganz kräftig, beim ersten Bier bin ich mit dabei, dass wir wieder hier ganz kräftig das Erntefest feiern. Aber nehmen wir es doch als ein Geschenk, dass wir heute alle so großartig hier versammelt sind, dass so viele dem Ruf gefolgt sind und hier sind. Das zeigt doch eigentlich die tiefe Sehnsucht, die wir haben. Die Sehnsucht, miteinander etwas zu tun. Und wenn ich nachdenklich bin ein wenig, dann hat es mir gezeigt, die ganze Zeit der Pandemie hat mir irgendwo gezeigt, dass wir wieder uns neu entdecken müssen. Jeder Einzelne von uns. Ich fange bei mir an und Sie fangen bei sich selbst an. Was muss sich in meinem Leben ändern? Die Corona-Krise hat in unserer Gesellschaft vielen Menschen, die in wichtigen Posten tätig waren, die wir oft im Alltag gar nicht wahrgenommen haben, man hat sie auf einmal wieder entdeckt. Die Kassiererin im Supermarkt, die wir oft angeflaumt haben, weil uns das Kennen zu langsam gegangen ist, wo wir auf einmal Rücksicht hatten, haben gesagt, Gott sei Dank, ist die Supermarktkassiererin noch da. Die Pfleger und Pflegerinnen im Gesundheitsdienst, die Leute von der Müllabfuhr, was haben wir mehr Müll gemacht als sonst? Gerade weil man zu Hause doch mehr gekocht hat, als dass man weggegangen ist. Systemrelevant hat man es genannt. Ich finde es ein guter Ausdruck, eine Auszeichnung für die Menschen, die den Dienst für uns getan haben, den wir oft gar nicht so wahrnehmen. Ich bezahle ja meine Müllabfuhr, soll er es noch wegfahren. So ist das Denken gewesen. Und ich hoffe, dass wir ein wenig das miteinander abbauen. Dass uns wieder bewusst wird, wie wir im Endeffekt alle aufeinander angewiesen sind. Jeder Einzelne von uns. Dass ich als Pfarrer nichts davon habe, wenn ich vor einer leeren Kirche gestanden habe, weil der Gottesdienst verboten war. Wo ich mich wieder gefreut habe, wenn die Ersten kamen, die natürlich am Anfang nicht singen durften, aber im Endeffekt dann nachher doch wieder da waren und wir miteinander Lob und Preis feiern durften. So wie wir es heute hier auch gemeinschaftlich tun. Und Ähnliches gilt es auch, wenn man darüber nachdenkt, wie ist es denn mit unseren Lebensmitteln? Klar, ich gehe in den Supermarkt, ich habe die Kreditkarte und da bezahle ich. Was muss ich mich drum kümmern? Aber entdecken wir auch einmal wieder neu, wer hinter den Lebensmitteln steht. Wenn ich in Nigeria war, in Afrika, da ist einer auf den Baum hochgeklettert und hat mir eine Kokosnuss geerntet und da hat er gebetet. Und ich habe am Anfang gefragt, so als Deutscher, weil ich eben so beadelt bin, man fragt ja nach, man will ja wissen, warum der es macht. Sagt er, es hat Zeiten gegeben, da hatte ich keine Kokosnuss. Und deshalb muss ich danken dafür. Wenn ich an meine Großmutter denke, jedes Brot, das sie gekauft hat, nicht das fertig geschnittene Plastikbeutel, sondern das Brot, dann hat sie ein Segen gesprochen und hat mit dem Messer ein Kreuzzeichen drauf gemacht. Und zwar bewusst, was das Brot bedeutet. Das haben wir von Ihnen im Evangelium gehört. Es wäre natürlich schön, wenn ich das auch könnte. Mein Chef hat es vorgemacht. Ich kann es nicht, dass ich auch mit 7 Broten und 2 Fischen euch alles speise. Und ich würde es gerne tun. Es klappt nicht so ganz. Aber er will uns damit etwas zeigen, da wo wir miteinander teilen, wo wir miteinander den anderen ernst nehmen in seiner Sehnsucht nach Heil. Da bleibt sogar noch was übrig. 12 Körbe, so heißt es im Evangelium ganz deutlich. Was ich einfach möchte, ist zu sagen, dass wir heute bei vielen Menschen, ich will nur noch ein Beispiel nennen, was jetzt auch in der Wahlzeit, ich bin kein Wahlhelfer, Gott sei Dank nicht, und ich bin neutral, muss auch neutral sein, aber trotzdem geht mich die Klimakrise etwas an. Wir erleben es an den Unwettern. Dass wir merken, einfach mal neu nachzudenken, vielleicht mal wieder das Fahrrad zu nehmen, um zum Supermarkt zu fahren, als die 20 Meter mit dem Auto zu fahren. Einfach darüber nachzudenken, den anderen mal mitzunehmen, um einfach unseren Beitrag, wenn jeder seinen Beitrag, Sie alle, wenn Sie alle ein wenig heute anfangen, über die Lebensmittel nachzudenken, über die Situation, was glauben die,
wie das sich alles verändern würde. Nicht die anderen müssen es machen, ich muss bei mir anfangen. Und dann die Frage natürlich auch, wem verdanken wir eigentlich unser Leben? In der Krise erlebt man ganz deutlich, ich habe es bei Menschen erlebt auf der Intensivstation, die auf einmal ganz anders über ihr Leben nachgedacht haben. Die gesagt haben, ja, was geht denn in mir jetzt vor? Warum muss ich jetzt sterben? Ich möchte doch gar nicht, ich habe doch Lebenslust. Und trotzdem war es sehr schön, wo man es dann wieder durfte, und ich habe es auch erlebt an einigen Fällen, wo ich jemanden bis zum Schluss begleiten durfte, wo ich die Hand halten durfte, wo man das schöne Bild, das ich den Angehörigen damals gesagt habe, hat, und das geht uns alle ein wenig an, ich kann den anderen nur begleiten auf seinem Weg. Das hat mir die Pandemie gezeigt. Ich kann ihn an der Hand nehmen, und wenn man das Bild der Brücke verwendet, dann führe ich ihn auf eine Brücke. Und oben auf der Brücke lasse ich die Hand los. Das ist der größte Liebesdienst, den ich einem Mann, einer Frau, einer Verwandten tun kann. Und dann übernimmt eine andere Hand die. Das ist unser Vertrauen in diese Situation hinein. Wir feiern scheinbar ein veraltetes Fest. Es ist ein ganz modernes Fest. Erntedank. Wir danken Gott für die Früchte. Wir haben einen kleinen Erntealtar hier aufgebaut, dass wir, gerade wir in den agrarisch geprägten Gemeinden, dieses Fest mit großem Prunk und großer Festfreude, ich freue mich schon, wie gesagt, auf nächstes Jahr, wenn wir es wieder feiern, wenn der Tanz wieder stattfindet, wenn wir wieder erleben, was es eigentlich heißt, Dorfgemeinschaft zu sein. Wobei jetzt mir einige sagen werden, Stadt Allendorf ist eine Stadt, aber trotzdem sind wir trotzdem ein kleines Dorf, wenn man manchmal so hineinschaut. Es ist ein Fest, und es kommt das Wichtige noch, was als Anregung gedacht ist. Sein Feiern Erntedank. Und in dem Wort Danke steckt das Wort Denken. Wenn wir anfangen, neu zu denken, wenn wir anfangen, über uns selbst nachzudenken und einfach sagen, ist eigentlich schön, dass der andere mir guten Tag gesagt hat. Mir hat neulich eine Frau gesagt, das war ganz toll, ich war in Gedanken, ich hatte einen blödsinnigen Anruf gehabt, was manchmal am Tag passiert. Und ich bin über den Kirchhof gegangen, in Witzenhausen. Und da kam mir eine Frau entgegen, ich habe mich gegrüßt, ich war so in Gedanken, dann sagte sie zu mir, Herr Pfarrer, der Tag sei Ihr Freund. Boah, die hat mich wachgerüttelt, die hat mir gezeigt, was es eigentlich bedeutet, die hat mich wahrgenommen. Die hätte genauso gut sagen können, was ist das für ein Stoffel, warum grüßt er mich nicht? Nein, sie hat mich wahrgenommen, und auf einmal war ich in einer ganz anderen Ebene. Ich habe gespürt, dass jemand mich ernst nimmt. Ich habe gemerkt, jemand denkt an mich. Vergessen wir das nicht. Schauen wir über den sprichwörtlichen Tellerrand hinaus, sonst, dass wir wieder neu erfahren, was eigentlich Gott uns die Gabe gibt. Das spüren wir am deutlichsten dort, wo das Leben nicht mehr so glatt geht, wie es momentan scheint. Und am Schluss möchte ich einfach ein paar Gedanken sagen, was mit Erntedank zu tun hat. Wenn ich danke für meine reiche Ernte, dann möchte ich auch daran denken, dass jede Sekunde auf unserer Erde ein kleines Kind an Hunger verstirbt. Wenn ich danke für meinen Arbeitsplatz, dann möchte ich auch an die denken, die vor dem Arbeitsamt Schlange stehen. Wenn ich danke für meine glückliche Familie, dann möchte ich aber auch an die Ehen denken, in denen sich Verzweiflung breit macht, an Familien, denen die Last zu schwer wird. Wenn ich danke für meine Gesundheit, dann möchte ich auch an die denken, die mit der Diagnose unheilbar auf ihren Tod warten. Wenn ich danke für meinen Erfolg und meine Kraft, dann möchte ich auch an die denken, die keine Chance haben, die Verzweiflung zu Alkohol und Drogen treibt, weil vielleicht gerade ich kein offenes Ohr für sie hatte. Und wenn ich danke für mein ruhiges Gewissen, dann möchte ich auch an die denken, die ich aus Selbstgefälligkeit nicht mehr sehe. Ein dankbares Herz und eine Liebe, die nicht rechnet, sondern einfach schenkt. Beides ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Lassen wir uns heute bei diesem Erntefest-Gottesdienst neu anregen, um an die Grundwahrheit unseres Daseins zu kommen. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Amen.
Guter Gott, wir danken dir heute für die Früchte der Erde. Wir freuen uns darüber, wie reich du uns immer wieder beschenkst. Du hast Himmel und Erde geschaffen, du hast dem Weltall eine Ordnung gegeben, die wir erkennen und bewundern. Du hast den Menschen dazu bestimmt, sich die Erde untertan zu machen, sie zu bebauen und sie als treuer Verwalter deiner Güter zu bewirtschaften. Wir freuen uns heute über die Ernte dieses Jahres. Und so bitten wir dich, segne diese Feldfrüchte, die wir dankbar aus deiner Hand empfangen haben. Lass auch die Hungernden und Armen den Reichtum deiner Güte erfahren und teilhaben an der Fülle deiner Gaben, indem du unser Herz öffnest für die weltweite Not, die entsteht durch ungerechte Verteilung der irdischen Güter. Darum bitten wir dich, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wenn wir teilen und schenken, dann öffnen wir unser Herz. Singen wir jetzt das Lied, Geh auf mein Herz und suche Freude. Thank you.
haben viele Gründe zu danken, Gott zu danken, aber auch viele Gründe, dich zu bitten, gütiger Vater. Die Corona-Pandemie und der Wandel des Klimas zeigen uns, so geht es mit uns nicht mehr weiter. Wir müssen umdenken lernen, weil uns das oft so schwer fällt, neue Wege zu gehen, benötigen wir deine Hilfe, Gott. Wir bitten dich, treuer Gott, lass uns neue Wege finden, um die Energie und die Ressourcen deiner Schöpfung nicht mehr zu verschwenden. Wir haben mit unserem Tun und Wirken den Plan deiner Schöpfung durcheinander gebracht. Das Klima verändert sich menschengemacht. Wir zerstören damit Lebensgrundlage für alles Leben. Wasser und Luft vergiften wir, Wälder und den Boden zerstören wir. Gott, schaffe Abhilfe. Wir bitten dich. Wir bitten dich, gütiger Gott, die Menschheit ist aufgespalten in Übersatte und Hungernde, in Übermächtige und Ohnmächtige, in Gläubiger und Schuldner. Wir haben die Krise überentwickelt, statt deiner Schöpfung, ihr Recht und ihren Geschöpfen Gerechtigkeit zu geben. Nun wissen wir nicht mehr weiter. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, liebender Gott, an vielen Orten sind wir zusammengekommen, um über Alternativen nachzudenken, um einen neuen Weg zu finden, damit Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung schließlich Wirklichkeit werde. Stärke uns auf dem Weg mit deinem Geist, damit Generationen nach uns noch gut leben können. Wir bitten dich. Erhöre uns. Wir bitten dich, mildtätiger Gott, zeige uns Wege für eine neue Politik, um schonender mit der Umwelt wie auch mit der ganzen Erde besser und nachhaltiger umzugehen, damit auch die kommenden Generationen nicht weiter an unserem Egoismus und unserer Bequemlichkeit zu leiden haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, großzügiger Gott, fördere du auch unser Zusammenleben in unserer Stadt. Hilf uns dabei, dass wir einander als Geschwister begegnen, offen und aufrichtig. Bringe die Menschen unterschiedlicher Konfessionen, unterschiedlicher Parteien und unterschiedlicher Konfessionen und Nationen zusammen, damit wir gemeinsam hier eine gute Zukunft gestalten. Wir bitten dich, erhöre uns. All die nicht ausgesprochenen Fürbitten legen wir in die Worte, die Jesus uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann nochmal von meiner Seite ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgewirkt haben. Und ich wünsche mir was. Ich habe ein persönliches Anliegen, einen persönlichen Wunsch, dass auch im nächsten Jahr diese wunderbaren Stimmen, die wir heute hörten und noch hören werden, unsere Herzen, unsere Seele berühren. Aber das können wir nur gemeinsam schaffen. Du und ich, alle hier. Vielleicht hat sich schon herumgesprochen, dass wir eine Aktion starten, für eine Kantorenstelle hier in Bad Soden-Allendorf,
100 mal 100 mal 5, können Sie sich ausrechnen, dass wir da pro Jahr brauchen. Und wir brauchen mindestens 100 Leute, wenn nicht noch mehr, die uns darin unterstützen, dass auch im nächsten Jahr, dass wir im nächsten Jahr diese wunderbaren Stimmen hören können. Mein Kollege hat es schon am Freitagabend gesagt. Auf der letzten Seite finden Sie weitere Informationen über diese Aktion 100 mal 100 mal 5. Seien Sie dabei, es sind nur 8,33 Euro im Monat. 8,33 Euro. Ich musste vor kurzem für einen Freund Zigaretten einkaufen. Er konnte selber nicht aus gesundheitlichen Gründen dahin gehen. Naja, da habe ich für 8 Euro so eine Zigarettenschachtel gekauft. Also eine Zigarettenschachtel pro Monat, das muss doch möglich sein, oder? Also machen Sie mit. Es ist, wenn viele wenig leisten, kommt am Ende sehr, sehr viel raus. Noch ein weiterer Hinweis. Am Ausgang gibt es Körbchen. Die grauen sind zwei. Das sind eine Kollekte für die Ökumene und drei für die Kirchenmusik. Sie entscheiden am Ausgang, lege ich in den grauen etwas rein oder in den weißen oder gleichzeitig in beiden. Das entscheiden Sie. Und jetzt? Und jetzt habe ich was vergessen? Nein. Das Wesentliche habe ich gesagt. Und jetzt hören wir nochmal. Allen Kommenden unter dem Frieden und Segen Gottes.
Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in seinem Frieden. Da waren die Katholiken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe keinen Zettel dabei, also kann es auch nicht lang werden, aber ich muss doch noch ein paar Worte loswerden. Zunächst mal, lieber Pfarrer Wenner, wir haben den Fest, die Ernte Kronen, Ernte ganz nicht vergessen, die steht da nicht weit von uns, ca. 100 Meter, aber leider nicht gewickelt in der Scheune. Aber umso schöner ist, dass ich da hinten unsere Kranz- und Kronenträger mit den Ehrendamen sitzen sehe. Die sind nämlich, die fiebern seit 2 Jahren, dass sie endlich ihre Ämter beenden dürfen und wir müssen sie noch ein Jahr vertrösten, also es ist nicht vergessen worden, wir denken eigentlich nur daran, ständig. Das wird also nicht vorkommen, dass wir das vergessen. Dann nochmal ganz kurz, ich habe vorhin was von dem Tellerrand gehört. Der Tellerrand gefällt mir sehr gut, weil ich seit vielen Jahren über einen Tellerrand hinausschaue, über meinen Tellerrand. Zum Beispiel schaue ich eben ins, sage ich mal, nordöstliche Werra-Meißner-Land Richtung Witzenhausen. Da gibt es eben einen Pfarrer, Hans-Jürgen Wenner, mittlerweile darf ich ihn Hans-Jürgen nennen, weil wir uns seit vielen Jahren im Festzelt in Witzenhausen immer wieder treffen und bei uns vor allem auch. Und das freut mich sehr, lieber Hans-Jürgen. Wenn ich über meine Brücke gehen würde, würde ich mit dir gehen. Also ein toller Mann aus Witzenhausen. Und das soll nicht die Leistung unserer Pfarrer schmälern, aber diese Freundschaft, die da besteht, da kann man sich wirklich sagen, dürfen wir auf unsere Fahnen schreiben, denn das war früher nicht so. Witzenhausen-Altdorf waren Jahre, wo es teilweise so ging. Heute ist das ganz anders. Beide Festausschüsse sind sehr eng verbunden miteinander und nicht zuletzt durch solche Leute wie dich. Also nochmal herzlichen Dank. Dann gucke ich über den anderen Tellerrand. Wenn ich ins südöstliche Werra-Meißner-Land schaue, Richtung Eschwege und noch weiter da hinten, da gibt es einen Bürgermeister, der seine Wurzeln eigentlich gar nicht weit von hier hat, nämlich in Kleinfach. Mein lieber Wilhelm Gebhardt, da hinten sitzt er beim Frank-Bürgermeister aus Wanfried. Sehr schön, dass ich dich hier mal begrüßen darf. Ich weiß, du bist privat hier heute, aber ich freue mich sehr, auch aus dieser Richtung was zu bekommen, denn das ist gar nicht selbstverständlich. Ich glaube, hinter Eschwege ist Altdorfer Landefest gar nicht bekannt. Das ist so, leider. Versteht kein Mensch, aber es ist so. So, dann, bevor ich ende. Ich bin der Erste, der sich am Dienstag einträgt bei den 100x100x5. Das verspreche ich dir. Das finde ich eine ganz tolle Aktion. Und ohne das hätten wir euch alle nicht. Lieber Max, deine Frau, alle Chöre, alle Stimmen. Also ich bin begeistert, dass wir das hier in Bad Sulden-Allendorf auf die Beine stellen können. Ich glaube, da sind sie auch überall ein bisschen neidisch auf diese Aktion hier. Dankeschön. So, und jetzt hätte ich eigentlich, das war der Grund, ja, danke. Der eigentliche Grund, warum ich hier stehen wollte, vor 3 Tagen war das noch so geplant, wäre jetzt die Einladung, Sie alle auf den Marktplatz zu bitten und in gebührendem Rahmen, wichtig, in gebührendem Rahmen in der Altstadt unsere Festkapelle zu verabschieden. Sie haben die Presse wahrscheinlich verfolgt. Ich sage Ihnen am Donnerstag, ich habe noch nie in 3 Stunden so viel telefoniert und WhatsApp-Nachrichten abhören müssen. Das war wirklich ein schlimmer Nachmittag für uns. Es ist halt so, die Gründe, Corona-bedingt, wäre das wahrscheinlich nicht zu stemmen gewesen. Die Kurzfristigkeit hat uns eben gezwungen, tatsächlich dieses Abschiedskonzert und das letzte Mal Heimat, süße Heimat, der Marsch von der Kirche oder von der Nähe der Kirche zum Marktplatz mit der Festkapelle durchzuführen, war einfach nicht möglich. Wer oder keiner wollte die Verantwortung tatsächlich übernehmen, den Marktplatz mit 1500 Menschen sicherzustellen, Security zu besorgen, es war nicht möglich. Aber, das ist die gute Nachricht und damit möchte ich auch gleich enden, ich habe von Herbert Jüdemann, der heute Nachmittag auch bei uns im Allendorf auf dem Marktplatz sein wird, mit seiner Frau versprochen bekommen, dass wir das nächstes Jahr nachholen werden. Sie werden dann, trotzdem Sie sich auflösen, versuchen, mit der gleichen Truppe nochmal zu kommen und dann haben Sie den gebührenden Rahmen, das verspreche ich Ihnen. Vielen Dank und einen schönen Sonntag noch, vielleicht nachher auf dem Marktplatz. Herzlichen Dank. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Freedom, freedom is coming, freedom is coming. Freedom is coming.